Hallo Leute, Kungir hier. Heute wird es mal etwas ganz anderes geben, denn heute werden wir ein Opening machen. Und dafür haben wir uns extra diesen Low-Carb-Proteinriegel besorgt. Ich hoffe, wir werden daraus irgendwelche Sachen ziehen, die wir wirklich gut gebrauchen können. Nein, Spaß beiseite, natürlich öffnen wir nicht einen Proteinriegel, sondern drei OTS-Packs 8. Oder? Ja, 8. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drin war. Ich meine, da war noch die Kagari drin, der Sündenbock und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die andere Ulti war. Auf jeden Fall ist es dann noch die Vorgängerversion der jetzigen Ultis, wo, glaube ich, die Shizuku, die Lycoris und der Stratos drin waren. Aber ich würde mich freuen, wenn ich daraus wenigstens eine magische Bibliothek des Königs ziehen würde. Weil ich brauche noch tatsächlich eine dritte, weil ich habe vor mir ein, wer es kennt, ein Gold-Format-Deck zu bauen mit hauptsächlich Karten aus Magician's Force, und dadurch, dass halt die magische Bibliothek halt in Kamen in Magician's Force drin war, wollte ich sie gerne in Super Rare spielen, aber ich habe jetzt nur zwei, also mir fehlt noch eine dritte. Aber so wie ich mein Glück kenne, habe ich bei jedem OTS-Pack, was ich immer bekommen habe, immer die Paleo Super Rare gezogen. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das alles auch mit einer Hand aufkriege. Ich habe die Booster bekommen. Na, ist das vorne, ist hinten? Ich habe die Booster bekommen, weil ich mich eigentlich auf Turnieren angemeldet hatte, aber ich konnte da halt leider nicht mitspielen. Deswegen, gesundheitlich bedingt. Deswegen hatte ich die Booster die ganze Zeit noch aufbewahrt gehabt. Und da habe ich mir jetzt eigentlich so gedacht, ja, aus gegebenen Anlass könnte man sie eigentlich auch aufmachen. Wir haben ja den dritten Advent, warum gestalte ich das nicht alles mal ein bisschen weihnachtlich? Kann man hier ein kleines Bärchen hinsetzen und hier ein kleines Bärchen hinsetzen und dann klappt das doch. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo die Foil war. Ich glaube, die Foil war die letzte. Also gucken wir die als letztes an. Gucken, was wir haben. Eine Ninjutsu-Kunst der Schriftrolle. Ein Ritualrabe. Ritualsupport. Ich glaube, die Karte war mal eine Rare. Falls du ein finsternes Ritualmonster als Ritualbeschwörung beschwörst, kann diese Karte als komplettes Attribut verwendet werden. Ja, ich wusste doch, da war irgendwie sowas. Wurde, glaube ich, sogar eine Zeit lang mal gespielt. Weil ich weiß nicht mehr, welches Deck das war. Ich glaube, das war in Demise. Und. Oh, Bärchen umgekippt. Und als Super Rare haben wir. Yeah! Geheimes Dorf der Hexer. Das ist geil. Weil davon habe ich auch nur zwei Stück, da habe ich echt ein drittes gebraucht. Also das ist echt endgeil. Mal gucken, wenn jetzt in der nächsten die magische Bibliothek drin ist, dann bin ich total happy. Es geht aber eigentlich mit einer Hand aufmachen. Irgendwie. So, gucken wir uns die wieder als letztes an. Dann haben wir als Kamen, was ist das denn? Dämmerungsninja Getsuga, der Shogun. Okay. Oh, ein verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass diese Karte an Wert unglaublich steigen wird, weil das ja eigentlich eine gegen Skystalker eine ganz gute Karte ist. Für die Leute, die nicht kennen, das ist halt eine Konterfallenkarte, die kannst du aktivieren, wenn der Gegner eine Zauberkarte aktiviert. Du wirfst eine Zauberkarte ab und ich glaube, kein Spieler. Nein, nur der Gegner darf die Zauberkarte, die du annulliert hast, für den Rest des Duells nicht mehr verwenden. Also wenn du beispielsweise die Area Zero annullierst oder die Multi-Roll oder die Engage, dann kann der Gegner bis zum Ende des Duells diese Karte nicht mehr aktivieren. Und als Super Rare haben wir oh, den Drachen wecken. Ist ja eigentlich ganz nett. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich habe mal keine Paleos gezogen. Komm, aber die magische Bibliothek sollte doch noch drin sein. Ich hoffe doch, die war hier drin und nicht in 7. Ich freue mich immer über alte Magierkarten, die man so ziehen kann. Vor allen Dingen, wenn sie einen anderen Print bekommen haben. Ich zeige die Bibliothek in Super Rare. Die Stadt war ja vorher auch in Super Rare drin. Ich meine in Crossroads of Chaos, wo der schwarze Rosendrache rauskam. Apropos Schwarze Rosendrache, ich habe mich sehr gefreut, für die Leute, die es noch nicht wissen. Im März kommt ja die Special Edition raus zu
Ach, so im nächsten Pack, ich glaube Savage Strike. Und da wird als einmal als Promo drin sein, ein neues Link-Monster für Trickster, was es bis jetzt nur in Amerika gab, eine Zone Jump-Promo. Die erlaubt es dir, ich glaube, wenn ein Trickster-Monster auf einen Pfeil, auf diese zeigt, beschworen wird, dann darfst du, glaube ich, zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen. Aber was mich eigentlich mehr interessiert hat, war das zweite Monster, weil da kommt der weiße Rosendrache raus. Weil im Januar kommt ja mit Sisters of the Rose ganz viel schwarzer Rosendrachen-Support raus. Und das Deck wollte ich halt ganz gerne spielen. Und der weiße Rosendrache war wirklich unabdingbar. Und ich habe schon zusammen mit einem Kumpel überlegt, ja, wie könnte man das Deck denn spielen, solange der weiße Rosendrache denn nicht draußen ist. Aber er kommt tatsächlich im März. Und im April kommt dann auch das Aroma Mage Link Monster. Also bis April ist das Deck auf jeden Fall endlich ganz gut spielbar. Hoffe ich mal, wie sich das als allgemein spielen lässt. Hat man hier die Super Rare oder die Ulti, wer weiß. Dann haben wir einmal, oh mein Gott, die Karte habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Nährmittel Z. Während der Schadensberechnung, wenn du gleich 2000 oder mehr Kampfschaden erhältst, du erhältst zuerst 4000 Lebenspunkte. Oh mein Gott, ist die alt. Axt der Narren. Ja. Das ist eigentlich so eine schwächere Abwandlung von, wie nennt sich die andere Axt? Genau, Axt der Verzweiflung. Erhält 1000 seine Effekte annulliert. Aha, okay. Und als Ulti haben wir. Oh, zerbrochenes Bambusschwert. Ja, gut. Ja, doch, das ist eigentlich sogar ziemlich nett. Ja, also das geheime Dorf der Hexe hat mich doch noch mega gefreut. Das Bambusschwert war jetzt auch ganz nett. Den Dude sollte ich mir nachher mal durchlesen. Ich bin eigentlich nicht so für Ninjas. Ich fand die sechs Samurai eigentlich schon immer ein bisschen cooler. Das Opening ist hier noch nicht zu Ende, weil ich habe einen ganz besonderen Brief bekommen. Ich verdecke jetzt mal den Namen, also den Nachnamen. Ich habe nämlich einen Brief bekommen von Maurice. Von dem Schattenspieler, falls den einer, es kennt ihn auf jeden Fall, der hat, das ist wirklich einer der besseren deutschen YouTuber für Yu-Gi-Oh! Und der hatte mal auf Facebook ein Weihnachtsgewinnspiel gemacht und das habe ich tatsächlich auch gewonnen und ich habe dafür einen Booster geschenkt bekommen. Und mal gucken, was da noch sonst noch so drin ist. Also der Brief ist von Maurice und von Benedikt Jung. Oder Junk. Junk. Ja, wahrscheinlich auf Deutsch eigentlich mehr Junk. Wer den nicht kennt, das ist tatsächlich der Chef und der Gründer von Junks Playground. Und Schattenspieler und Junks Playground, die unterstützen sich ja so ein bisschen gegenseitig und sind ja auch befreundet. Ja, und von den beiden habe ich einen Booster bekommen. Damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, habe ich den Brief sogar ein bisschen angeschnitten. Damit ich den auch leichter öffnen kann. Weil ich habe schon gemerkt, der war etwas dick und ich habe mich gefragt, was ist da alles drin? Lass mal gerade gucken. So, schauen wir mal gerade. Okay, nichts mehr drin. Und hier haben wir. Oh, geil! Ein Soul Fusion Booster! Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, was ich gebrauchen könnte. Also wenn wir jetzt einen Donnerdrachen-Koloss ziehen, das wäre ja wohl die Mega-Härte. Wie hat er das zusammengeklebt? Ich glaube, ich muss gleich zu Trick 17 greifen. Ja, ich muss zu Trick 17 greifen. Ich glaube, ich muss mal kurz die Hand wechseln für die Kamera. Ja, also falls das der Benedikt oder der Maurice sehen sollte, also bei Maurice habe ich mich ja gestern schon beim Livestream bedankt. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ihr mir dieses, ach Gott im Himmel, das kommt man auch richtig in Action in diesem Video heute, dass ihr mir dieses Video zugesandt habt, also, dass ihr mir dieses Booster zugesandt habt, hat mich schon ziemlich gefreut. Jetzt bringe ich alle Karten durcheinander. Kacke! Habt ihr schon mal einen so verpeilten Yugi-Tuber gesehen auf YouTube? Ach Gott. Je nachdem,
wenn man das mal so sieht, dieses Video in den nächsten 1 bis 2 Jahren, da werde ich wahrscheinlich drüber lachen, wenn ich dann besseres Equipment habe und dann endlich zwei Hände frei habe. Oder vielleicht, wer weiß, kommt es ja auch einmal zu einem Gastvideo und dann werde ich einfach einen Assistenten haben oder jemanden assistieren bei einem Opening. Also, wenn die Krabbelgruppe das sieht, also ich würde mich mal freuen, mit euch zusammen ein Video zu machen. Vielleicht sogar nächstes Jahr, wer weiß. Denkt mal drüber nach. Ein Soul Fusion Booster. Wow, ist mein allererstes Hauptzeit-Booster, glaube ich, seit August oder so. Und mein allererstes Soul Fusion Booster im Allgemeinen. Ich weiß echt nicht, was man daraus nochmal ziehen kann. Oh Gott, das Booster ist ein bisschen schwerer zu öffnen. Ach ja, genau, ich glaube. Ach, da kann man doch diese Tsuchinoko draus ziehen, ne? Diese Schlange und diesen Donnervogel. Die Frage ist, wo war jetzt die Secret Rare drin? Weil dann würde ich die ganz gerne nicht unbedingt als erstes, oder die Foil im Allgemeinen nicht ganz gerne als erstes ziehen. Dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben einmal den orchestrierten Angriff. Wir haben einen. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Baumwollschlingen-Kobold. Ja, bitte, also was Konami und Namen angeht, die werden immer crazier. Oh, wir haben ein Weltvermächtnis-Weltstab. Ja, ich habe leider mein Orgos-Playset schon, von daher kommt der leider ein bisschen spät. Oh, da kommt ein Thema, was ja bald nächstes Jahr großen Support bekommt, und zwar dieses Cross Salamander. Ich habe eine Signet Fusion als Rare. Warte mal, wenn da jetzt die Rare ist. Dann mache ich die Rare jetzt einfach mal weg. Das haben wir als Rare. Signet Fusion. Beschwöre ein Cyberspace-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck vom Verwirren dafür Monster von deiner Hand oder Spielplatz als Fusionsmonster. Falls du keine Monster in der Extra-Monster-Zone kontrollierst, kannst du auch bis zu einem Cyberslink-Monster als Fusionsmaterial von deinem Friedhof verbannen. Okay, also jeder Protagonist hat irgendwie seine eigene Fusionszauberkarte. So, als Kamm haben wir dann noch den Galaxy-Kleriker. Oh, die sieht sogar richtig hübsch aus. Was ist das denn? Diana der Lichtgeist. Ein Donnermonster der Stufe 4. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Lichtmonster von deinem Friedhof verbannst. Einmal pro Spielzug während der Endphase deines Gegners, du erhältst 1000 Lebenspunkte. Ich glaube, diese Karte. Indem du einen von den. Ich glaube, die Karte. Spiele ich eventuell mein Minerva-Deck. Mein Minerva-Turbo-Deck. Weil die Karte sieht einmal mega aus und sie kann sich selbst als Spezialbeschwörung beschwören und ist Stufe 4. Also, ich glaube, da. Die spiele ich wirklich. Da tue ich, glaube ich, eventuell einen Photonendrescher oder so für raus, weil. Die ist doch ganz nett. Und ein Patchwork-Kuscheltier. Diese Karte wird zusätzlich als ein Schreckensfeldmonster behandelt. Oh, das ist gut. Solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Okay, das ist schlecht. Diese Karte auf dem Spielfeld kann als Ersatz für ein beliebiges Fusionsmaterial verwendet werden, dessen Name ausdrücklich auf einem Schreckenspelz-Fusionsmonster aufgeführt ist, aber das andere Fusionsmaterial muss das richtige sein. Mein Gott, die haben ja richtig guten Support eigentlich bekommen, ne? Die Schreckenspelz-Monster. Die müsste man jetzt eigentlich viel besser spielen können. Und als Super oder Secret Rare haben wir. Oh, verdammt, was ist das denn? Sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Mystric Hydra. Was ist das denn? Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte abwerfen und führe den folgenden Effekt aus, basierend auf dem Typ der abgeworfenen Karte. Monster, füge deiner Hand eine Falle von deinem Friedhof hinzu. Okay. Zauber, füge deiner Hand ein Monster von deinem Friedhof hinzu. Okay. Falle, füge deiner Hand einen Zauber von deinem. Was ist das für eine Karte? Kannst du den Effekt von Mystery Kid 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Stufe 5. Also könnte man die rein theoretisch im schwarzen Magier-Deck spielen, aber. Du kannst eine Karte abwerfen für. Ich weiß nicht. Ja, also man könnte die rein theoretisch im schwarzen Magier spielen. Ich glaube, dafür ist sie eigentlich auch konzipiert. Mystery. Hat so ein bisschen was von Trap Tricks und Schwarzen Magier zusammen. Naja. Also,
Ich würde mal sagen, ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut über das geheime Dorf der Hexer und über das Bambusschwert. Ich hoffe, euch hat das erste Opening gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen dritten Advent. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr euch denn so alles ausgedacht, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenken wollt? Also ich habe ehrlich gesagt zwar noch was für meinen Bruder, aber ich habe noch nichts für meine Mutter und da bin ich noch am Überlegen, was ich ihr am besten schenken kann. Aber ich denke mal, mir wird die nächsten Tage schon irgendwas einfallen, irgendwas Sinnvolles. Und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked das Video, teilt es und bis bald.